Ich bin kein Politiker. Ich werde vor diese Alternative nicht gestellt. Nicht? Wenn man ein Politiker ist, dann muss man wohl das machen, muss man sich an die Mehrheit halten. Apropos, wenn der Van der Bellen sagt, er würde nie angeloben, eine blaue Regierung. Das ist eine sehr gefährliche Sache, wenn es die Mehrheit ist. Ich möchte es auch nicht, um Gott behüte. Ja, machst du Sorge? Nein, ich mache Gott behüte. Nur ich sage nur, da ist wirklich ein Dilemma, wo man sagt, Ebene, ja. Nicht? Also ich bin Gott sei Dank, bin ich vor so eine Alternative nicht gestellt. Nicht? Ich vertrete ihn in manchen Fragen. Sicher nicht Mehrheitspositionen, ja? Das ist sicher nicht. Keine Frage. Aber man sieht, wo auch Mehrheitsentscheidungen hinführen können, wenn gewisse Kontrollen außer Kraft gesetzt sind, jetzt in Großbritannien mit dem Brexit. Also wenn die Medien nicht mehr funktionieren als kontrollierende Kraft und dann eine Mehrheit sich für einen wirklichen Unsinn entscheidet und die Verantwortlichen sich dann in der Sekunde aus dem Staub machen, die Leute hineingetrieben haben. Ja? Ich halte es mit Karl Marx. Sie wissen, was er gesagt hat. Revolutionen können viel verändern, nur eines nicht, den Menschen. Leider. Ich meine, ich mache immer so, als ging's und versuch's, wie Sie sehen, immer noch gegen Windmühlen mit 90 Jahren, aber es ist wahrscheinlich vergeblich. Ich habe früher die Hoffnung gehabt, dass alles viel schneller geht. Nein, ich habe auch, ich meine, irgendwie... Dass sich Veränderung sehr viel schneller abspielen kann. Wir sind alle Don Quixote, nicht? Wie heißt es? Worüber man nicht reden soll, darüber soll man schweigen, ja? Jetzt kann ich Lotte Tobisch zitieren. Ich werde es auch noch überleben, gell? Also, Lumpazi war kaputtlos, ja. Es sind noch alle gestorben, ich werde es auch noch überleben, das ist wunderbar. Aber das heißt eigentlich Hoffnung aufs Jenseits. Das heißt eigentlich Hoffnung aufs Jenseits. Oder ist es zweideutig? Ich denke gerade über den Satz. Es ist jedenfalls witzig. Es ist jedenfalls, ja. Es ist witzig. Also ich meine, ich war in meinem Leben auch viel Unglück gehabt und auch schwere Erkrankungen und alles. Aber ich habe mir so einen Leitspruch, den ich von Voltaire so gern habe. Weil es der Gesundheit zuträglich ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Glücklich zu sein. Das ist ein guter Satz, ja. Das hilft allerlei. Da kann man einiges ertragen.